und herzlich willkommen, hier ist euer TCG-Channel, wieder mit mir, dem Marlon. Und ja, heute wagen wir uns mal an ein Crashadia Deckprofile. Es ist Sonntag, das heißt Deckprofile Sonntag, beziehungsweise momentan ist es noch Sonntag. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, wird es schon wieder Montag sein. Das heißt, die meisten gehen dann entweder zur Schule oder zur Arbeit oder etc. Nun denn, ich labere nicht lange drum herum, dies ist ein OTK-Deck, was ziemlich lustig im Meta ist, und vor allem, wenn die neuen Thunder Dragons kommen, wird das wahrscheinlich noch interessanter. Aber wir gehen erstmal direkt rein in das Deckprofil. So. Wir spielen natürlich als allererstes 2 Maximus. Man kann auch 3 spielen, aber für mich persönlich finde ich, dass 2 völlig ausreichen. Des Weiteren spielen wir 3 Leonis. Generell, was das Schöne an dem Deck ist, ist, dass es relativ billig ist und dass es trotzdem sehr effektiv ist. Generell müsst ihr wissen, dass die Crashadia immer denselben Effekt haben, also denselben Standardeffekt. Das heißt, ihr könnt sie spezial beschwören, indem ihr ein Linkmonster habt und das eine bestimmte Zone hat, und dann könnt ihr das in die Zone im Prinzip reinbeschwören. So, das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Und die geben dann entweder dem Linkmonster Effekte und sogar auch noch Power, und sie können es sogar noch schützen. Zum Beispiel durch Crashadia Abonia. Das ist im Prinzip wie die Return in Blue Eyes, genauso wichtig ist die Karte in der Hinsicht. Zudem ist es ein Empfänger, das heißt, wir könnten sogar auch Synchro hier drin spielen, wenn man möchte. Dann spielen wir ein Draco. Der Draco gibt uns vom Friedhof wieder Karten auf die Hand zurück. Der hier zerstört gegnerische Karten, und ja, der hier lässt den Kampfschaden verdoppeln von dem Linkmonster, und der lässt das Linkmonster durchschlagenden Schaden machen. Also generell ein sehr, sehr aggressives Deck, wie ihr jetzt schon seht. Das war's für den Core von den reinen Crashadias. Dazu spielt ihr natürlich Kaijus. Wir spielen 3 Gamesiel, 3 Jizu Riku, ein Donnerkönig und ein Dogoran. Und dazu ein Slumba. Diese Engine ist auch sehr, sehr stark, vor allen Dingen, wenn ihr gegen sowas wie Brandis spielt, weil sobald ihr den ein Monster in die Main-Monster-Zone legt, könnt ihr im Prinzip unbemerkt weiterspielen. Das Einzige, was dann vielleicht euch noch Steine in den Weg legt, sind Handtraps, aber auch die könnt ihr geschickt umspielen. So, des Weiteren haben wir, um natürlich unser Link-Monster zu schützen, Crashadia Stärke. Und was die Karte macht, ist an sich ganz einfach. Sie sagt, dass ein Crashadia Monster unberührt bleibt. So, und somit kann der Gegner nicht an es ran. So. Des Weiteren spielen wir für unsere Felszauber 2-mal den Aufschwung, 2-mal den Strand von Kyoto, weil das Ding ist, die triggert jedes Mal, wenn was auf den Friedhof gelegt wird, und wenn ihr eure Crashadia Combo macht und gerade keine Kaijus habt, kriegt ihr genug zusammen, um euch dann dadurch einen Kaiju zu suchen. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr sogar noch die Effekte von den Kaijus benutzen, die teilweise mal gar nicht so schlecht sind. Vor allem, wenn ihr first geht. Weil hin und wieder müsst ihr das halt, wenn ihr Runde 2 seid und der Gegner weiß, okay, ihr spielt Crashadia, dann lässt euch einfach first gehen. Dazu 2 Landformen, und da wir 2 verschiedene Feldserver spielen, eine Set Rotation, um das Ganze abzurunden. Generell, der Aufschwung sagt, ihr dürft ein Crashadia Monster wählen und es darf jedes gegnerische Monster, naja, einmal angreifen. So, von daher könnt ihr euch vorstellen, wie, wie viel Kampfschaden wir dadurch drücken können. So, das zu den. Ja, zu der Feldsauber-Geschichte. Des Weiteren spielen wir 2 Punktlandungen. Das Problem an Punktlandungen ist, es ist ein Hard Once per Turn. Das ist der Grund, warum ich nur 2 spiele und nicht 3. Aber generell ist es so, sie triggert einmal pro Spielzug, wenn der Monster spezial schon von der Hand beschworen wird. So, die Kaiju spielen, beschwören sich als spezial schon von der Hand, genauso wie die Crashadia. So, von daher synergiert das sehr, sehr gut, und ihr könnt halt Karten nachziehen. Des Weiteren, um unser Bossmonster noch mächtiger zu machen, spiele ich 2-mal Macht der Wächter. Sagt, wenn ein Angriff deklariert wird mit dem Monster, dann, naja, dann kriegt es halt eine 10-Marke, und für die Zauber-10-Marke kriegt es 500 ATK dazu. Das heißt, Beispiel, wir haben jetzt den Aufschwung draußen, und da Gegner hat 5 Monster, dann darf unser Monster 5-mal angreifen, und der kriegt dann jedes Mal 500 ATK dazu. Das heißt, er kriegt einen insgesamten Push von 2500 dazu. So, und wenn wir das dann kombiniert haben mit Maximus, dass er doppelten Kampfschaden macht, und dann noch mit Leonis, dass er durchschlagenden Kampfschaden macht, dann ja, dann haben wir ein Linkmonster, das, so würde ich behaupten, noch gefährlicher ist als Chaos Max. Zumindest wenn der Gegner Monster in Defense spielt. Aber auch sonst haben wir halt doppelten Kampfschaden, das ist das Schöne daran.
Das sind schöne Kombos. Dann, dazu spielen wir noch eine Wiedergeburt, eine Verstärkung für die Armee, weil wir damit die Abonia suchen können. Und eine Crashadia Vorhut. Einfach deswegen, falls wenn wir First gehen müssen, ist diese Karte gar nicht mal so abwegig. So, generell zum Extra-Deck. Wir spielen dreimal Crashadia Magius. Das Ding bei den Extra-Deck-Monstern ist, die haben alle generell denselben Effekt. Sagen alle Monster, auf die wir zeigen, deren ATK bekommen wir. Und diese Monster können dafür im Gegenzug nicht angreifen. Des Weiteren sagt er, wenn ein Monster beschworen wird auf eine Zone, auf die er zeigt, dann dürft ihr euch ein Crashadia vom Deck suchen. Sowas ähnlich tut unser Crashadia Regolex, den wir ebenfalls dreimal spielen, nur dass er Zaubern Fallen sucht. Dazu haben wir dann noch Drama Sparta, die halt sagt, dass sie gegnerische Monster in den Main Monster Zone bewegen kann, was auch relativ interessant ist. Und dann haben wir natürlich noch Equimax. Und Equimax ist das Nonplusultra bzw. der Finisher dieses Decks, gerade weil er so verdammt mächtig ist. So, einmal damit ihr die Karte auch lesen könnt. Ne? Sagt halt, braucht zwei Effektmonster, darunter mindestens ein Linkmonster. Und kriegt auch wieder ATK in Höhe der ATK aller anderen Monster dazu, auf die sie zeigt. Und ja, das macht sie schon mal ziemlich mächtig. Dazu sagt sie, dass die Monster, auf die sie zeigt, halt nicht angreifen können. Das ist aber relativ unrelevant. Und dazu haben wir halt, also das ist unser Finisher. Gerade weil sie so viele Link Arrows hat, kann sie besonders viel ATK bekommen. Dazu kann man dann noch Macht der Wächter spielen, wenn man möchte, um es extra zu pushen. Dann spielt man noch Crashadia Aufzwung, damit es besonders oft angreifen kann. Dann noch Maximus, gerade damit es eben halt, ja, doppelten Schaden macht. Und dann noch Leonis, um eben halt schön, naja, durch lange Schaden zu drücken. Nun, das Interessante. Das Ding ist, wenn wir V-Max haben, stehen wir das Ganze hier mal ein bisschen zur Seite. So, und wir stellen uns jetzt mal vor, das hier ist die Extra-Deck-Monster-Kartenzone. Einfach nur, damit man sich das vorstellen kann. So, wir geben dem Gegner einen Kaiju. 3-3 Push. Wir geben uns selber einen Kaiju. Nochmal 3-3 Push. Und dann können wir noch Maximus geben. Nochmal einen 6er Push. So. Den kamen wir dann mal wegen genommen oder sonst auch im Feld liegen, wenn es gut läuft. Dann haben wir hier noch Macht der Wächter, die ausrüstet und natürlich den Feldzauber. So, und dann stellen wir uns mal vor, der Gegner hat noch ein paar Monster da liegen. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie OP dieses Viech ist. Und das ist eigentlich die gesamte Deckidee, darauf basiert ist, und das ist die Win-Condition. Eine andere habe ich bisher noch nicht gesehen, vielleicht ein bisschen Grind-Game, weil, wie ihr seht, wir spielen so gut wie alles Wichtige im Playset. Na? Von daher kommen wir damit immer raus. Was wir sonst noch spielen im Extra-Deck, ist ein Phoenix, um bestimmte Sachen zu outen, ein Bryonic, weil wir auch Synchro spielen können, und ein Black Rose Dragon, einfach weil es halt ein Board-Vibe aus dem Extra-Deck ist. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, wieder Deck Profile Sonntag. Und ja, wenn möglich, nächsten Sonntag wieder. Sneak in Oldenburg lief nebenbei ganz erfolgreich. Für diejenigen, die die Matte im Hintergrund sehen, die hatte ich da nicht gewonnen. Habe den ersten Platz gemacht, bin 4-0 gegangen. Ja, von daher, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, wenn ihr das am Montag seht, ich hoffe, der Arbeitstag war nicht allzu kacke. Ja, ansonsten, ciao und tschüss, man sieht sich.